So, das ist eine Fastenrolle und ich kann euch eins verraten, dieses Kunststoff ist richtig hart und das wollen wir uns zunutze machen, nämlich indem wir versuchen, diese hauchdünne Faszienhaut, die unsere Muskulatur durchzieht, mit Flüssigkeit versorgt und auch noch zusammenhält, glatt zu streichen, dass jeder Knubbel praktisch bis zu den Enden abtransportiert wird und alle Flüssigkeit wieder gut versorgt wird. Zum Beispiel mit einer kleinen Einheit für die hintere Beinmuskulatur. Wir beginnen mit den Waden. Guck mal hier, hin und her bewege ich mich auf meine rechte Wade. Ich mache mal mit links, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Hin und her bewegen, hin und her bewegen, hin und her bewegen. Und dann machen wir Druck, damit diese dünne, ganz hauchzart und dünne Haut, die unsere Muskulatur zusammenhält und auch mit Flüssigkeit versorgt, wieder glatt und so geschmeidig ist, dass wir alle unsere Alltagsgewohnheiten wunderbar und genüsslich erleben können. Streicht hier einfach 10.000 bis 200.000 Mal hin und her. Also ihr wisst, ich mache es ein bisschen scherzhaft. Wer das noch nicht gewohnt ist, kein Problem. Innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre werdet ihr das alles gut hinbekommen. Selbstverständlich auch den hinteren Oberschenkel. Ja, über die gesamte Länge hin und wieder her bewegen. Hin und wieder her bewegen. Und hin und wieder her bewegen. Und auch hier gilt wie immer lächeln. Ja? Ja, so schwierig die Übung auch aussehen mag, wir versuchen es so leicht wie möglich aussehen zu lassen. Und dann wechsle ich selbstverständlich die Seite und mache das mal mit dem anderen Bein. Also über die Wade hin und her streichen, über die Wade hin und her streichen. Guck mal, wenn er das einmal macht, dann kommt er so nach und nach da drauf. Das eine Bein hilft immer so ein bisschen, Bein hin und her streichen. Dann gehen wir weiter zurück hinter den hinteren Oberschenkel und auch hier hin und her bewegen. Hin und her bewegen. Hin und her bewegen. Und Druck machen. Macht einfach Druck. Macht richtig Druck. Schön hin und her bewegen und ordentlich Druck machen, dass wirklich diese zarte, kleine, dünne Haut schön geschmeidig gehalten wird und wieder geglättet wird. Dann wird dieses schöne Fasziengewebe geglättet und kann uns wieder wunderbar mit Flüssigkeit versorgen. 3, 2, 1, locker lassen. Ja, das waren wieder 2, 3 kleine Tipps mit dieser kleinen Faszienrolle, die wirklich knallhart ist. Bleibt dran, mein Training für 12 Cent pro Training einfach buchen. Also bis dann, ciao.